Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den Wiesner News. Heute reden wir gleich über mehrere neue Kameras, über ein Sony Firmware Update, das zurückgenommen wurde, jetzt doch kommt, aber nicht funktioniert oder doch, kompliziert. Und der Sebastian kommt mal wieder vorbei, wir drehen ein Video zusammen, alles weitere gleich in den Details. Ich fange mal oben an. Rollenspiele, Fantasy-Rollenspiele, der eine oder andere kennt das ja, wie ich aus Kommentaren weiß, Schwarze Auge oder D&D. Der Artikel war halt D&D für Fotografen. Es ist ein Brettspiel, aber so wie man so Fantasy-Rollenspiel, Brettspiele kennt, da gibt es diverse. Und das ist aber in diesem Fall mit Fotografen. Man läuft also rum und der eine Charakter ist halt nicht ein Dieb, sondern der hat ein Teleobjektiv und der andere ist kein Zauberer, sondern der hat ein Weitwinkelobjektiv oder so. Und dann muss man da so Tiere fotografieren. Ich habe es nicht gespielt. Aber ich verlinke den Artikel, sieht sehr witzig aus und ist vielleicht ein tolles Geschenk, Weihnachten kommt, vielleicht ein tolles Geschenk, wenn du einen Kumpel hast, der gerne Spiele spielt und fotografiert. Maybe ist er der Richtige. Dann so Randnotiz, Hasselblad hat eine neue Kamera und neue Objektive angekündigt, aber wenn du nicht die Liebowitz bist, kannst du das wahrscheinlich nicht leisten. Von so her ist so ein bisschen egal. Nicht ganz egal ist, USB 4.0 kommt. Hatte ich neulich schon einen Artikel bei Heise verlinkt, wo sie mal ein bisschen erklärt haben, wie ist das eigentlich mit USB-C und so, verschiedene Kabel. Das wird jetzt noch komplizierter, weil es gibt noch ein USB-C-Kabel, das dann aber USB-C 4, nicht 3, 1 oder schnell, langsam laden. Und so. Kompliziertes Zeug. Bin ich gar kein Fan von, weil in der Regel hat auf dem Kabel ja auch nicht draufsteht, was es ist. Also wirst du kennen, Haufen Kabel und die Hälfte funktioniert für das, was man gerade machen möchte. Fujifilm. Fujifilm hat die X-H2 vorgestellt, da habe ich ein eigenes Video zu gemacht, das verlinke ich sonst nochmal. Interessant deswegen, weil das einfach eine riesen Kamera ist und halt auch teuer. Und bei Canon R7, das verstehe ich, weil da gehört ein großes Teleobjektiv dran, bei Fuji verstehe ich nicht, ich verstehe den Sinn einfach nicht. Warum kauft man eine Kamera in der Größe und dem Preis und nimmt dann APS-C und nicht Vollformat? Ist ja, verstehe ich einfach nicht. Weil Vollformat im Zweifel immer besser ist. Aber na klar, wenn man sagt, man möchte eine Fuji haben und man hat halt schon die Fuji-Objektive und möchte gerne eine große Kamera haben. Na gut, eine Zielgruppe klein. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie kommerziell erfolgreich die ist. Und sehr gespannt bin ich auch ich hatte ein Vorserienmodell, da hat der Autofokus nicht funktioniert. Von so her weiß ich nicht, wie der nachher ist. Aber da bin ich sehr gespannt, ob sie da mal aus dem Puschen kommen, weil Autofokus und Fuji ist ja so ein bisschen kompliziert und scheinbar auch bei der X-H2S ist ja auch scheinbar immer noch so ein bisschen so mal ja, mal nein und für den einen geht's, für den anderen geht's nicht und so. Es bleibt kompliziert bei Fuji. Bin ich gespannt. Laowa für Nikon Z, da gibt's ein neues Makroobjektiv, ein 58mm f2.8 und es gibt von Voigtländer zwei Objektive, zwei neue und zwar ein 40mm 1.2 und ein 35mm 2.0, auch für Nikon Z-Mount. Also bei Nikon Z, da ist richtig Bewegung, da kommt richtig Vielfalt, das ist ja das Gute. Die Objektive interessieren mich jetzt per se nicht, aber es ist ja gut, dass da Auswahl ist. Also wie bei Sony, größte Vorteil von Sony ist sicherlich, man kriegt einfach alles, egal welche Wünsche du hast, das gibt's für Sony. In allen Preisklassen, Qualitätsklassen und Vielfalt und so, das ist ja erstmal grundsätzlich gut und hält natürlich auch so ein bisschen die Preise im Griff. Das ist bei Fuji, kommt das so langsam ran. Ne? Tamron bringt gerade ein neues Objektiv für Fuji raus. Sigma hat inzwischen schon mehrere Objektive für Fuji. Also kommt langsam. Für Canon kommen wir gleich drauf. Die Nikon Z6 wird allerdings nicht mehr produziert. Die Z6, das war die erste Vollformatkamera von Nikon ohne Spiegel. Habe ich damals, wann war das? 2018, glaube ich, ne? Auch schon 4 Jahre her. Ich glaube, 18 war das. Da war ich gerade am Umziehen aus der Schweiz hierher. Jedenfalls, die war wirklich, wirklich gut. Denn Z6, Z7, die beiden als Duo halt wirklich extrem gut. Aber die hatten halt damals ziemlich Autofokusprobleme. Also es war okay. Es war nicht schlecht, aber es war halt nicht so gut wie Nikon mit Spiegel. Wenn sie das in den Griff gekriegt hätten, ich glaube, dann wären sie so richtig abgegangen. Weil all diejenigen, die bei Canon waren seit Jahren und auf spiegellos gerne gewechselt hätten, aber nicht konnten, weil Canon keine Kamera hatte und die nicht zu Sony gehen wollten, weil Sony ja so ein bisschen speziell ist, die wären, glaube ich, hätten sich wohlgefühlt mit der Nikon. Aber zu sagen, ich kaufe ein neues System mit schlechterem Autofokus, macht ja auch kaum einer. Ne? Das ist ein bisschen schade. Inzwischen haben sie es im Griff, aber damals halt nicht so. Naja, wollen wir nicht melancholisch werden. Die Nikon Z6 wird also eingestellt, aber es gibt die Z6 II. Und auch da, es gibt viel Auswahl, nicht nur an Objektiven, sondern es gibt die Z5, Vollformat, Einsteiger. Dann gibt es die Z6 II, Z7 II, also gleich drei Vollformatkameras in verschiedenen Preisklassen. Plus inzwischen auch reichlich Objektive und so langsam auch im APS-C-Bereich kommt es auch langsam aus dem Puschen. Sony A7 IV, da habe ich neulich ein Firmware-Update angekündigt, das dann zurückgezogen wurde.
Das gibt es inzwischen wieder, aber vorsichtig, ausnahmsweise mal einmal im Leben die Anleitung lesen. Man muss eine gewisse Reihenfolge einhalten, je nachdem, welche Firmware du jetzt schon hast, musst du erst eine Zwischenfirmware installieren, damit du die installieren kannst, damit das funktioniert. Also einmal die Anleitung lesen. Ich mache es einfach mal noch nicht. Ich warte mal noch 2-3 Wochen, bevor sie es wieder zurückziehen. Das Doofe ist natürlich, ich habe das dann mitgekriegt, dass es zurückgezogen wurde, aber ich kann das Video ja nicht ändern. Es ist halt kein Blogartikel, wo ich nochmal eine Ergänzung machen kann, sondern hier ist das Video dann halt online. Ne? So, Canon. Ich hatte letzte Woche gesagt, Canon verbietet Wildrox Objektive zu bauen. Das hat Canon Deutschland inzwischen bestätigt. Und der Grund ist scheinbar Patentverletzung. Und zwar mit dem Autofokus scheinbar. Also scheinbar ist es so, Wildrox darf manuelle Objektive bauen, aber nicht mit Autofokus oder zumindest nicht so, wie sie es machen oder wie auch immer. Details gibt es da nicht. Ändert natürlich für mich als Konsumenten nichts. Ne, weil ich als Konsument will ja Vielfalt an Objektiven haben und will auch mal günstige Objektive haben, weil nicht jeder, ne, es gibt ja Leute, die kaufen eine Canon RP oder eine Canon EOS R, die sind ja nicht teuer. Und da will man auch nicht super teure Objektive dazu kaufen. Macht ja keinen Sinn. Da verbaut Canon sich also wirklich selbst ein bisschen die Kundschaft, weil zu sagen, irgendwie, weil das bessere Argument wäre doch zu sagen, ja, Wildrox, mach doch ruhig, unsere Objektive sind sowieso besser, unsere Objektive, also Canon-Objektive sind teurer, aber besser. Und wer einen Wildrox haben will, ist selbst schuld. Irgendwann kommt der schon zu uns, weil wir viel besser sind. Das wäre die richtigere Art und Weise, oder? Also, so würde ich das machen. Aber ich bin nicht Canon, sehr wurscht. Canon R6 M2 kommt scheinbar. Angeblich gibt es da schon Prototypen, die schon im Umlauf so sind, so inoffiziell. Die R6 ist ja eine ganz fantastische Kamera mit nur 20 Megapixeln und einem sehr alten Sensor. Also ist natürlich die Hoffnung, dass da der F5-Sensor in kleiner, also mit weniger Pixeln reinkommt oder sowas, dass sie da mal langsam ein bisschen aus dem Puschen kommen auch. Weil wenn die R6 24, 26 Megapixel gehabt hätte, boah, wäre das ein Bestseller geworden. Ich glaube, dass sehr, sehr viele sich eine R5 gekauft haben aus Frust, weil die R6 ihnen nicht reicht, von den Pixeln her. Und dann, ja gut, dann zahle ich es halt doch so quasi, ne? Wird es viele geben, ich weiß nicht wie viele, aber wird es viele geben. Deswegen war es aus Sicht Canon wahrscheinlich schon schlau, auch wenn ich mich ärgere. Aber wenn die R6 30 Megapixel gehabt hätte, dann hätte ich eine. Weil die R5 brauche ich wirklich nicht. Aber die R6 mit 30 Megapixeln, dann hätte ich hier eine liegen. Die Leute gibt's halt auch, die dann was anderes genommen haben, ne? Eine Sony A7 IV zum Beispiel. Na gut. Außerdem, wenn du auf Canon bist, die bringen scheinbar gleich vier neue Weitwinkel-Festbrennweiten. Und zwar, super interessant, 12 mm 1.8. Der Felix Röser steht schon in den Startlöchern. Genau sein Ding, 12 mm 1.8. Ui. Dann 24 mm 1.4, 28 mm 1.4 und 35 mm 1.2. Das werden wahrscheinlich alles so große Klopper sein, die dann alle 2.500 Euro kosten, aber auch verdammt gut sind. Ist wieder das, ne? Ich weiß aber nicht, wann sie kommen, aber es sieht gut aus, dass sie kommen. Von Sony ist noch eine neue Filmkamera rausgekommen, die mit Motor drinne, die dann halt quasi automatisch irgendwelche Schwenks machen kann und so. Das kostet 10.000 Euro. Ist also nur was für Profifilmer, die halt irgendwie, keine Ahnung, also ich wüsste gar nicht, wenn die hier stehen würde, wäre ja kein Mehrwert, wenn die Kamera jetzt hier hin und her schwenken würde, ne? Also, die Zielgruppe dafür ist natürlich auch super small, aber cooles Gadget. Und dann für Sony noch ein neues Ultraweitwinkel ist angekündigt von Tokina. Tokina, ein 11 bis 18 mm, also ziemlich schmaler Range, aber 11 bis 18, an APS-C, ne? Blende 2.8 leider nur. Das mal in 2.0 wäre doch auch nicht so schlecht, oder? Also 2.8, aber ist ja auch gut für APS-C. Und dann natürlich das große Apple-Event. Ich habe mir tatsächlich die neue Uhr bestellt, die große. Die so für Hobby, ich habe mir hier hingeschrieben, für Hobby möchte gern Outdoor-Abenteurer, weil richtige Abenteurer kaufen die ja nicht, also Quatsch. Aber so für uns Hobby gerne, möchte gerne Abenteurer, ist eine coole Uhr und irgendwie, weil so eine Uhr ist ja irgendwie auch, ich zeige, ich bin Outdoor-Typ und ich bin irgendwie draußen und so und das zeigt die halt auch. Und die Garmin ist gut, aber die Software von Garmin ist nicht so richtig gut, finde ich. Die gibt mir einfach nicht die Informationen, die ich gerne haben möchte. Zum Beispiel schaue ich mir sehr gerne an den Puls als Kurve, also ne, im Tagesverlauf und so. Gerade auch so längerfristige Trends, weil man sieht so ein bisschen, wenn man krank wird, sieht man ein bisschen, der Puls geht hoch und so. Und man sieht auch so ein bisschen, na, ich schlafe schlecht, weil Puls die ganze Zeit irgendwie ein paar Beats höher oder so. Und das kann die Uhr und das kann auch die App, aber das ist so klein, man kann es nicht sehen. Und die Grafik ist da, aber so winzig, dass man kann da überhaupt nicht reinzoomen oder sowas. Das macht zum Beispiel Fitbit sehr viel besser. Genau diese Funktion, wegen dieser Funktion habe ich jahrelang ein Fitbit getragen. Und das kann die und zeigt es mir nicht und solche Sachen. Also, naja, also der Garmin, so, die wird dann verkauft. Wenn mir die andere gefällt, weil die Apple Watch ist natürlich schon echt ein Klopper. Die ist nochmal größer und so dicke Arme habe ich halt auch nicht.
zu lassen. Und das neue iPhone werde ich mir holen. Und der Sebastian wird kommen. Wenn sie pünktlich geliefert wird, kommt der Sebastian nächste Woche. Und dann werden wir zusammen ein Video dazu drehen, natürlich. Ja, mehr dazu dann demnächst hoffentlich. Freue ich mich drauf, dass der Sebastian mal wieder kommt. Habe ich extra einen Sponsor organisiert, der Sebastian die Anreise bezahlt und so, weil der wohnt ja jetzt in Wiesbaden und der kommt dann nicht mal schnell vorbei, sondern so ein bisschen so. Und dann haben wir gleich noch ein zweites Videoprojekt. Über nächste Woche drehe ich auch nochmal ein Video mit dem Sebastian zusammen. Also stay tuned, Sebastian will be back again. Und im Oktober fahren wir zusammen nach Teneriffa und drehen da ein Video. Also von so her, es bleibt spannend. Und dann so ganz am Rande noch, Konservendose wird 200 Jahre alt. 200 Jahre gibt es schon die Konservendose. Nur so am Rande, falls sich das interessiert. Verlinke ich drüben bei der Zeit. So, dann gehen wir rüber zu Instagram, Hashtag WiesnerNews. Da waren wieder tolle Fotos dabei, zum Beispiel der Rob Peach, der war in Hamburg unterwegs, das Hamburger Rathaus zur Blauen Stunde und mit dem Mond dahinter. Habe ich so noch nicht gesehen mit dem Mond dahinter, ist natürlich witzig. Hamburg ist halt super dankbar, ne? Mit der Alster, mit natürlich dann dem Hafen und allem, was dazugehört. Und das Rathaus da am Wasser ist halt auch schön. Also ja, da kann man sich so richtig austoben. Das Norddeutschland Zielfotomagazin, ne, kaufen. Da sind ein paar tolle Tipps drin, wenn du noch nicht in Hamburg zum Fotografieren warst. Zeige ich ja öfter hier. Hamburg ist super lohnend. Und gut gesehen, Rob. Also schön belichtet, Farbe und so. Also ja, gefällt mir sehr gut. Dann WJGGI war in Dresden unterwegs. Ganz normal mal wieder die Semperoper, das ist ja so ein beliebtes Ziel, ganz ehrlich. Da hätte es gut getan, mal einmal auf Entzerren zu drücken. Wahrscheinlich hätte er dann zu viel verloren, das ist immer das Problem. Wenn man halt nicht weit genug weg kann oder nicht hoch genug kommt oder halt eben diese verzerrte Geschichte dabei. Aber Belichtung und so weiter, Stimmung, alles toll. Ich hätte versucht, das ein bisschen dezent noch zu entzerren. Was hat er dabei gehabt? Die M50. Okay, ja. So, und dann habe ich den Ronald Spiegelberg, der war in Harpstedt unterwegs. Durch Zufall schreibt er die Blume im Abendlicht entdeckt. Total schön, oder? Also von der Stimmung her. Also ein ganz, ganz schönes Bild. Farbe mit diesem Licht-Schattenspiel da. Also wirklich toll. Total hängen geblieben beim Durchblättern. Und auch wenn ich es mir jetzt im Detail anschaue, also ein wirklich tolles Bild. Ich stehe ja nicht auf Blumen, aber ich zeige immer wieder Blumen, ne? Weil man kann damit gute Sachen zaubern. Also sehr gut gesehen, Ronald. Gratulation. Und dann haben wir noch den Karl-Heinz. Der Karl-Heinz hat einen Adler fotografiert. Ich glaube, letzte Woche hatten wir schon einen Adler mit der Heike, ne? Heike Lechelmann. Also Karl-Heinz auch mal so auf seinem Account vorbeischauen. Krass, oder? Mit dem Fisch noch einen Krallen und so weiter. Erwisch den mal. Also selbst wenn du weißt, wo und so weiter und so, trotzdem erwisch den mal. Als wenn ich da Geduld für hätte, ne? Hat er geschrieben, welche Kamera? Nee, schade, interessiert mich natürlich immer. Weil das sitzt scharf und so weiter und also wahrscheinlich so ein 800mm Turbo-Ding mit einer Z9 oder RSR oder wie auch immer. Naja. Anyway, tolles Foto. Karl-Heinz. Hätte ich ja wirklich auch mal Bock drauf. Chris Kaula, nimm mich doch mal mit für Adler fotografieren. So, dann noch kurz Team Wiesner. Der Zielfoto-Award läuft. Nicht vergessen, Zielfoto-Award. Und zwar kannst du Fotos hochladen, drüben bei Fotohama. Ich verlinke das nochmal. Und sind auch schon ein ganzer Haufen ganz tolle Fotos drin. Ich zeige nebenbei mal was. Und nicht vergessen, auch auf Instagram das Hashtag ranzumachen. Das habe ich letzte Woche falsch gesagt, weil ich hatte gesagt, Zielfoto-Award, das geht natürlich nicht. Auf Instagram kann man keine Bindestriche nehmen. Also ich blende das richtige Zielfoto-Hashtag nochmal ein. Sorry für die Verwirrung. Auch da, ich kann das Video halt nicht ändern. Ist halt mal ein bisschen doof. Aber nichtsdestotrotz, das läuft noch bis zum 21. Und nicht vergessen, es gibt eine Nikon-Vollformat-Kamera mit Objektiv zu gewinnen. Speaking of Nikon. Oder halt eben diverse andere Preise. Zum Beispiel die tollen Handschuhe von The Heat Company oder ein blaues Traveler-Stativ von Rollei. Fotoharm hat was gespendet, ich habe was gespendet, also gesponsert. Also es gibt tolle Preise zu gewinnen. Ansonsten, die Kälteperiode geht los. Inzwischen haben wir 20 Grad. Als ich reinkam, haben wir morgen 19 Grad. Ich habe hier eine Gasheizung, die mache ich natürlich nicht an, solange es irgendwie geht. sondern ich laufe halt hier jetzt im Pullover rum. Nicht vergessen, dieses Jahr die Gasheizung ein bisschen später anstellen, damit wir alle noch ein bisschen die Gasspeicher füllen. Weil, ja, wer weiß, wie der Winter wird. Und ansonsten habe ich tatsächlich diese Woche eine Lesebrille, also nicht, das ist meine alte Brille, eine Lesebrille, mir meine erste in meinem Leben geholt. Und das war so ein bisschen Augen, also Lesen, falls du dich nicht auskennst. Eine normale Brille ist so ein bisschen so, man kann in alle Richtungen gucken, aber halt ein Allrounder, ne? Und eine Lesebrille, da kann ich nur im schmalen Bereich gucken. Das war mir gar nicht so bewusst, ein wirklich schmaler Bereich. Das heißt, wenn ich lese, mega gut. Also ich wusste nicht, wie schlecht ich gucken kann. Das war mir nicht so bewusst. Es ist tatsächlich so, ich muss immer weiter weghalten. Und irgendwann wird die Schrift so klein, es wird anstrengender zu lesen, weil so weit weg.
Also auf die Entfernung kann ich scharf gucken. Deswegen habe ich gesagt, ich will eine Lesebrille für diesen Bereich haben. Aber es ist tatsächlich ein bisschen anstrengend, weil der Laptop ist bei mir auch immer weiter weggewandert über die Jahre, damit ich es lesen kann. Ich muss den sehr nah ranholen mit der Brille. Es gibt so Arbeitsplatzbrillen, die sind so dazwischen. Vielleicht brauche ich nochmal eine Arbeitsbrille. Weil man braucht ja dann sofort zwei, ne? Eine für hier und eine für zu Hause, weil andauernd vergesse ich sie. Naja, Folge des Alters jedenfalls. Und dann liegt hier noch ein neues Buch von dem Andreas Jorns, falls sich das interessiert. Lucid Dreams. Ein bisschen spezieller als die anderen, die er gemacht hat. Aber wieder sehr, sehr hochwertig, halt ein bisschen abstrakter. Da sind dann auch mal Bilder drin, die irgendwie so gar nichts zeigen irgendwie. Aber das Interessante ist natürlich, und dann trotzdem auch natürlich wieder leicht bekleidete Damen. Interessant ist noch, es ist super hochwertig. Man nimmt das in die Hand und sagt, boah, hochwertig. Und es ist nicht die Art Fotos, die ich so richtig was mit anfangen kann. Aber trotzdem sage ich, boah, hochwertig. Der Andreas hat echt, der ist halt gut, der ist wirklich gut. Das ist mehr künstlerisch jetzt, das muss man halt ein bisschen mögen. Das verkauft da drüben bei sich. Falls dich das interessiert, verlinke ich nochmal den Andreas Jorns. Das war es soweit. Wir haben nächste Woche noch ein größeres Projekt, das wir am Arbeiten sind, über das ich noch nicht reden möchte. Das gibt's dann wahrscheinlich nächste Woche quasi, weil das nächste Woche noch so vorbereitet wird und dann, ne? Nächste Woche dann halt, also. Du weißt, was ich meine. Ich stammel. und der DHL ist mal wieder nicht gekommen gestern. Ich saß hier mal wieder. Keiner kommt. Dann bin ich nach Hause gefahren, da ist er mir entgegengekommen, der kam einfach eine Stunde zu spät. Und dann es ist einfach doof, wenn man sich nicht drauf verlassen kann. Wenn man hier steht mit einer Kiste voller gepackter Pakete und extra wartet, und dann kommt er nicht. Ja, DHL. Sparen, wo sie können, um dann Profi-Service zu bieten. Ja, DHL. Mhm. Nicht mehr so wie früher. So. Also, ich gehe frühstücken. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.